Willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online mit mir, dem Dodaker und unserem Dodaker, dem Hobbitjäger. Und wir sind immer noch in Bilvesdorf, wo wir immer noch unsere Questgeber suchen. Und jetzt haben wir eine ganze Menge Gegner vor uns. Ich hab schon ein bisschen Schiss, die anzugreifen, weil ich nicht weiß, ob wir hier lebend rauskommen. Immer ein bisschen weiter weg noch. So. Mal gucken, ob das klappt oder ob gleich die Tür aufgeht und alle rausströmen und alle mich angreifen. Ah, hat sogar geklappt. Hey, und eine fehlende Seite gefunden. So muss das laufen. Genau so und nicht anders. Hat er auch noch eine? Schade. Wäre auch zu viel des Zufalls gewesen. Ich mache ja trotzdem mal auf. Speichellecker. Ich warte jetzt gerade mal, bis die Falle fertig ist, damit wenigstens einer hier reinläuft. So. Und dann greife ich den da hinten mal an. Einen schlafenden Bilbis soll man nicht wecken. Oder wie war das? Mal gucken, ob ich das überlebe. Bilvesdorf-Pirscher. Kommt der jetzt, ey? Ah! Nicht die falschen Gegner auswählen. Das könnte böse enden. Es wird langsam eng. Habt einen verborgenen Knopf in eure Sammlung aufgenommen. Was? Verbogenen. Keinen verborgenen. Einen verbogenen Knopf. Ein verbogener Messingknopf. Eine hübsche Verzierung, wie man sie an der Weste eines Hobbits finden könnte. Aber wie ist dieser Gegenstand nun mitten in das Bilvesdorf gelangt? Okay, was hat das mit den denen auf sich? Gibt's dafür irgendeinen Grund? Nein. Weiter vorrücken wollte ich nicht. Wollte nur Fokus sammeln. Also es klingt ja sehr nach Bilbo, aber wofür sind, soll man die irgendwo sammeln oder was? Okay, hier ist nichts weiter drin. Jetzt ist dieser Bilvesarbeiter wieder da. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich nicht fokussiert, aber es hat trotzdem gereicht. Ach ja, schön. Aber hier fokussieren wir uns natürlich wieder. Und hier basteln wir auch wieder eine Falle hin. Ist da auch wieder einer? Ach, die haben hier so einen riesen schnellen Respawn. Das ist unglaublich. Geld her. Dorfläufer. Na, wenn es ein Läufer ist, dann kann ich den ja gut als Teppich benutzen. So. Oh Mann. Na komm, der war so naheliegend, den musste man bringen. Also, der wurde ja nahezu schon erwartet von mir. Okay, hier liegen auch wieder ganz viele. Aber ich muss hier einfach mal lang, damit ich hier irgendwie was aufdecke an der Karte. So, hier. Na, schneller. Ich brauche die Falle. So, geht doch.
Komm, ich greife gleich den da hinten an, dann zieht er die anderen mit. So viel dazu. Gut, dann greife ich einfach nur den hier an. Steht er jetzt schon alleine. Dann sollte das auch gehen. Ja, ja, sag ich doch. Wie die? Du bist doch gestorben, nicht ich. Was, jetzt ist hier schon wieder dieser blöde Läufer? Wenn ich genug zusammen habe, habe ich wahrscheinlich eh einen Teppich. Also von daher. Aber wer will da drüber gehen? Ich weiß nicht, ob man da drüber gehen möchte. Wahrscheinlich eher nicht. So, der hier noch. Der Rest schläft ja anscheinend. Ich hätte meinen Fokus mal aufbauen sollen. Hey, ich habe gesagt, du schläfst. Wieso schläfst du nicht? Du faule Sau. Nee, warte. Wieso schläfst du denn nicht? Wer hat dich denn jetzt aufgeweckt? Hat doch gar kein Wecker geklingelt. Der schläft noch, den mache ich jetzt aber trotzdem platt. So, und tschüss. Hä? So, jetzt. Boah, wie weit geht das denn noch, dieses Bilbisdorf? Also hier wäre man am besten doch mit einer Gruppe reingegangen, oder? Da stehen zwei, ich sehe das doch. Ich sehe doch, dass hier zwei stehen. Ihr wollt mich doch nur verarschen. So, jetzt kriegt ihr mal schön auf die Banuze. Jetzt. Das war ja leicht. Also scheinbar geht's dann da in die Richtung noch geradeaus weiter. Guck mal, hier geht's runter. Tauchte da einfach von mir auf. Unfassbar. Also diese Läufer. Ich sag noch. Ich sag ja. Demnächst im Dodaka-Shop. Bilbisdorf-Läufer. Kannst du dir so schön vor die Haustür legen? Ist nix los. Ist einfach nix los. Kein Gegner, kein gar nix. Wenn zumindest der NPC hier auftaucht, wäre ja schon mal etwas. Bilbisdorf Arbeit. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ich glaube, ich gehe mal hier lang erstmal. Sicher ist sicher. Hä? Oh. Ich gehe erstmal in eine Richtung. Oh, guck mal, da ist eine Tür. Oder sieht zumindest so aus. Bin ich hier schon richtig mal endlich irgendwie in der Nähe zumindest von dem NPC? Das wäre ja schon mal was Feines. Wie schaut's denn hier aus? Das war jetzt hier keine Tür, ne? Ich kann mir hier nicht weiter. Wollte nur noch mal klarstellen, ne? Doch, da geht, dahinter geht's doch weiter. Guck mal, da ist noch Weg und da geht's eine Treppe runter und sowas. Also irgendwie ist da noch was, aber da kommt man nicht hin. Oder noch nicht. Eins von beiden. Ist hier der andere Weg? Was ist das? Blockmalverteidiger. Das ist schon wieder so ein Läufer. Diesmal nicht. Diesmal nicht. So. Tschüss. Hey, ich hab gesagt tschüss. So. Lass sie nicht zuhören. Lass sie einfach nicht zuhören und einen immer ignorieren. Wenn ich tschüss sage, meine ich tschüss. Und nicht, ich lebe dann mal noch weiter. Scheiße, da war noch einer dabei.
Da geht doch. Hätten wir die auch platt? Wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder irgendwo draußen raus, ne? Ist doch wieder ein Höhlenausgang. Will ich dahin? Guck mal gerade auf die Karte. Nebelgebirge. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Nicht mehr auf der Karte existent. Toll. Wo komme ich denn dann raus? Ich gehe jetzt mal hier raus. Unterschlupf der Armee des Nordens. Aufgabenort innen. Hä? Bin ich denn? Also ich meine, die drei, mit denen nehme ich es jetzt mal auf, aber was? Warum? Was ist hier los? Die müssen eh hier hoch. Deswegen stellen wir hier einfach mal taktisch eine Falle auf. Wo ist die Falle jetzt hin? Ah, wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. Fokussieren uns und greifen mal den ersten an. Und der Rest wird schon irgendwie in diese Falle laufen, hoffe ich mal. Ah, sehr schön. Hat ja doch geklappt. So, können wir den angreifen? Und gegen den Kämpfer greifen wir auch gleich an. Aber erst fokussieren wir uns da wieder. Muss ich hier lang? Was ist hier los? Was gibt es hier? Kriegsstätten. Okay, Tat verliehen. Aha! Wie weit ist das? Wie weitläufig ist das denn, das Ding? Das ganze Ding hier, wie weitläufig ist das bitte? Ich meine, die Karte hier kann jetzt nicht so groß sein. Würde man vermuten. Jetzt einfach mal hier unten lang, weil da erstmal kein Gegner ist. Dafür stehen da vorne schon umso mehr, so wie es aussieht. Alter, wie weit ist denn, wie weitläufig ist das denn hier? Wie soll ich denn hier irgendwelche NPCs finden? Und vor allem, wie gesagt, ich werde hier nicht mehr auf der Karte angezeigt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo die sein soll. Sprecht mit Glorven. In die tiefsten Tiefen. Ja, wo denn bitte? Wo bist du denn? Und sucht Eglas im Bilvesdorf. Ja. Wisst ihr was? Ich guck mal hier. Wie war das beim Epos 49? Gut, das sind wir noch nicht ganz. Was haben wir denn noch so für Aufgaben? Entfernte Verwandte. Sprecht mit Leithoff. Vorochel liegt nördlich von Evendim. Ja, wir könnten natürlich nach Vorochel gehen. Wenn wir dafür nicht hier durch die Minen müssen. Langsam. Na komm, wir machen. Hallo? So, da gibt's keinen Port hin. Wieso gibt's da keinen Port hin? Hallo? Port? Also Bilvesdorf, wie gesagt, ist zwar schön und gut, aber
Nee, bitte, nee. Nee, also dann, nee. Was ist denn hier? Hatten wir nicht irgendwo hier? Fasach Yaran? Nee, das ist, bei Gloin hatten wir nix. Ich schreib mal, ich flieg mal dahin. Ja. So, jetzt bin ich hier und, habe ein Vorwort gesehen, deswegen habe ich, bin ich gerade nochmal zurück. Und zwar Hobbits in der weiten Welt. Die ist zwar erst Level 50, aber ich nehme die jetzt trotzdem mal an und dann geben wir sie beim nächsten Mal bei Elrond einfach ab. Und zwar, und Dudake, ich habe eine Nachricht für euch. Herr Elrond wünscht euch in einer Angelegenheit von einiger Dringlichkeit in Bruchtal zu sprechen. Sein Bote hat nichts über den Anlass dieses Gesprächs verlauten lassen. Es ist äußerst seltsam, dass ein Halbling auf diese Weise einbestellt wird und ich kann mir keinen Grund dafür denken. Begebt euch von den Bergen hinab in das Tal von Bruchtal und sucht Elrond in seinem Haus auf. Alles klar, das machen wir auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, der Widerstand ist immer noch eine sehr, sehr gute Hilfe. Und jetzt werde ich mal mich doch nochmal auf die Suche zumindest nach Glorvin und nach Eglas machen. Huch, ich meine, ich weiß jetzt, wo ich sie finden kann. Genau, und da werde ich jetzt nochmal hingehen und mich auf die Reise machen. So, scheinbar habe ich Glück und hier rennt noch jemand anders rum. Muss ich nicht ganz so viel klatschen. Ein Glück. Und die Feueröle mal wieder nachrüsten. So, und zwar müssen wir die nicht da lang, sondern hier lang. Haha. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da auch hinkomme. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie an den Gegnern vorbei, ohne dass ich gesehen werde. Nee, da hoch muss ich ja nicht. Ich muss hier runter. Und vielleicht, lassen die mich ja so weit durchkommen. Ich versuche da jetzt einfach mal hinzurennen. Nur um zu gucken, ob es klappt. Und dann falle ich in Ohnmacht und dann, oh ne, bin ich hier schon falsch? Ich glaube, ich bin schon eine Ebene zu weit unten, oder? Kann das sein? Ich muss da irgendwie wieder hoch. Ich muss hier hoch. Und wenn es mir zu stressig wird, wie gesagt, dann kippe ich einfach um. Lalalala. Kann man das auch machen? Ich glaube, der Weg hier ist nicht ganz richtig, oder? Oder doch? Nein? Ahaha, alle verarscht. Oh Mann. Was mache ich hier nur? Nein. Scheiße, jetzt hänge ich auch noch fest. Bin ich zumindest schon mal wieder eine Ebene weiter oben. Ah, da müsste es doch entlang gehen, oder? Wie gesagt, wenn es zu stressig wird, kippe ich einfach um. Okay, hier wird es, glaube ich, gleich tatsächlich zu stressig. Und zwar kippe ich hier um. Hey. Boah, es hat funktioniert. Aber haarscharf. Dann mache ich jetzt mal das hier. So. Hihi. Oh. Gut. So, es geht noch. Vorgecheatet, in Anführungsstrichen, einfach mal durchgelaufen. Ich find's immer wieder lustig, wenn das funktioniert. Ja, was heißt gecheatet? Gecheatet habe ich ja auch nicht wirklich, aber na, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal, auch wir laufen jetzt hier mal vor. Aber ich glaube, wir sind hier immer noch falsch, kann das sein? Weil ich muss hier hin.
Ich muss da hin. Ich muss nicht da oben hin. Oh je. Oh je, oh je. Mal gucken, vielleicht komme ich ja auch hier entlang darunter. Genau. Aber das werde ich in der nächsten Folge mal versuchen, dahin zu kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.